Truckerin Annette Ulrich ist vor 2 Monaten nach Norwegen ausgewandert. Sie fährt ihre erste große Tour und ist schon mehrere Tage unterwegs. Annette hat Glaswolle und Baustoffe geladen und muss damit mehrere Kunden beliefern. Nach der Fährüberfahrt ist sie ganz im Norden des Landes angekommen. Jetzt muss sie über Bardufoss hoch in die Berge bis nach Mon. Hier gibt es nur noch Landstraßen und keine Autobahnen. Natürlich scheiße, jetzt liegt hier wieder mehr Schnee. Scheiße geladen und das ärgert mich die Krätze. Ja? Rechts abbiegen. Hier im Städtchen Bardufoss soll der erste Kunde sein. Ein Baumarkt. So, jetzt muss ich sehen, wo ich da ja Drive-In ist ja jetzt nicht ganz so. Oh, da ist aber auch nicht richtig. Ich kann aber nichts erkennen. Ja, Opa, komm, fahr weg da, Menschenskind, du. Reaktion wie eine Schlaftablette da. Das ist wohl auch nicht so ganz richtig da. Ja, das geht mir sowas von auf den Piss. Ich muss ja manchmal in manchen Buden rumlaufen, dann ist im Büro niemand. Dann gehst du in die Halle, nee, ich bin nicht zuständig. Dann gehst du, ja, wer ist denn zuständig? Ja, da ist jemand da, ja, da ist aber keiner. Und oh, also grausam, ja. Auch diesmal bleibt Annette nichts anderes übrig, als sich selbst auf die Suche nach dem zuständigen Lageristen zu machen. Mal gucken. Ei, ei. Der Glava. Der Glava. Mhm. So, ich weiß jetzt nicht, was er, wie viele Paletten er ablädt. Ich habe ihm einfach die Papiere jetzt in die Hand gedrückt und er wird das wissen und das gehen wir gleich miteinander durch. Die Ladung auf dem Truck ist für verschiedene Abnehmer bestimmt. Annette trägt die Verantwortung, dass auch jeder genau die Ware bekommt, die er bestellt hat. Es ist wichtig, gemeinsam hier was zu tun und mit anzupacken, damit man auch schneller wegkommt. Ne? Gerade jetzt, wo alles durcheinander geladen ist und er da aber das ganz locker und cool nimmt, sehr freundlich bleibt, finde ich, ist es meine Pflicht, ihm zu helfen. Annette ist eigentlich gelernte Friseurin, hat sich aber vor 23 Jahren entschieden, in den klassischen Männerberuf des Fernfahrers einzusteigen. So schwer sind die nicht, aber sie klemmen halt. Die sind ja so breit. Es ist jetzt so ein bisschen wie Bauklötzchen spielen hier. Aber so, Klatsch, mach das gleich hier. Jawohl. Auch wenn es leicht ist, man kann ja noch bald davon erschlagen werden. Ja, Klatsch, jawohl, och. Annette hat die Glaswolle-Attacke unverletzt überstanden. Die widerspenstige Ladung wird gesichert. Es kann weitergehen. Der nächste Kunde wartet schon. Ja, das nächste Ziel ist jetzt Mon. Das ist aber jetzt Gott sei Dank nur 16 Kilometer entfernt. Trotz kurzer Strecke. Bei diesem Wetter und diesen Temperaturen unter minus 10 Grad kommt Annette nur langsam voran. Und jetzt geht es auch noch hoch in die Berge. Aber die Truckerin lässt sich nicht schrecken. Ja, das Lkw-Fahren, das ist mein Leben. Und ansonsten ist es eben für mich eine gehörige Portion Freiheit und Abenteuer, was zu meinem Leben dazu gehört. Der nächste Abladeort ist eine Baustelle mitten in einem Skigebiet. Eigentlich wäre hier eher eine Pistenraupe das geeignete Transportmittel. Zu allem Überfluss ist Annettes Lkw schon halb entladen und damit wesentlich leichter. Er hat deshalb kaum noch Grip auf der Straße. Und dann kein Gewicht, damit ich hier noch Schneeketten aufziehen muss, oder? Keine angenehme Vorstellung für Annette. Jede Schneekette wiegt ca. 25 Kilo. Und ihr Truck hat immerhin 12 Räder. Ob mit oder ohne Ketten, ihr Navi führt Annette immer tiefer in die norwegische Wildnis. Und weit und breit ist kein Kunde zu sehen. Ja, mein Gott, nochmal, wo soll ich denn hier hinfahren? Annette fährt zu ihrer nächsten Ladestelle in ein entlegenes Skigebiet bei Mon. Doch ihr Ziel scheint diesmal mehr als abgelegen. Ja, mein Gott, nochmal, wo soll ich denn hier hinfahren? Annette hat bislang noch keine Schneeketten aufgezogen, denn das kostet Zeit und ist Schwerstarbeit.
War das ein Fehler? Es ist jetzt nicht so ganz dein Ernst jetzt hier, oder? So, jetzt hier mit Gas hier den Berg hoch. Vollgas geben. Hossa. So, im Rückwärtsgang könnte das besser klappen. Gucken, die Leute stehen da schon wieder am Fenster. Was ist denn da los? Endlich mal was los hier. So. Bloß mir aufhören, Gas zu geben, sonst haben wir hier ein Problem. Annettes Bestimmungsort ist eine Privatbaustelle in einem Feriendorf auf dem Berg. Die Handwerker vor Ort warten schon auf die Baustoffe. Allerdings wird die Kommunikation eine Herausforderung, denn die Männer stammen aus Polen. Hier in Finnsnes. Andere Kunde. Oh. You speak English? English little. Ja. Yeah. This is another custom. Another custom, ja. Yeah. Client. Ne. Gut. Bisschen Englisch, das war wohl gar nichts. Ein bisschen schroff. Aber Annette kann sich das leisten. Denn sie hat in jedem Land, in dem sie gewohnt hat, die Landessprache erlernt. Ja, ich spreche Englisch, Französisch, etwas Italienisch und Spanisch. Und dann eben noch Schwedisch, Norwegisch. Aber mein Schwedisch ist besser als das Norwegisch. Aber man kommt immer wieder auf Situationen wie hier, wo man eigentlich noch eine Sprache sprechen müsste, weil die Leute einen sonst nicht verstehen. Ist das korrekt? Ja? Yes. Okay. Jetzt kommen wir nämlich nachher beim nächsten Kunden an und der sagt, ja, das habe ich nicht bestellt. Der hat jetzt auch so doof geladen, da hinten sind alles einzelne Pakete und während der Fahrt kippen die ganzen Päckchen da um. Also, Mann, Mann, Mann. Ich sage ja, Denken ist Glückssache, Glück hat nicht jeder. Ich muss das alles nach vorne schleppen lassen, sehr altertümlich, weil hier kein Stapler und gar nichts ist. Aber ich muss Gewicht haben hier beim Schnee und Eis. Es darf nicht hinten sitzen, weil da unten in der nächsten Kurve schieße ich ab. Nur wenn das Gewicht vorne liegt, hat Annettes Truck die notwendige Bodenhaftung beim Bremsen. Ja, momentan das Wetter hat sich hier zugezogen. Wir sind ja auch in einem Skigebiet ziemlich weit oben. Es ist Schnee und Eis. Und es kann glatt werden auf der Runterfahrt. Und deswegen ist jetzt Vorsicht angesagt. Ich habe jetzt Gott sei Dank, dank der Hilfe der Polen, die Ware nach. Hey. Aber oh, ich sehe nichts. Mann, diese Art von Fummelskram ist ja nur gar nichts für mich. Oh, was ist, also die Leute, die gehen, also man geht einfach ohne zu fragen an mein Auto dran. Ist immer das Gleiche. Und dann wissen sie nicht richtig, wie es aufgeht. Und dann ist hier wieder alles. Oh, siehste, was habe ich denn jetzt für ein Problem? Oh, ist grausam. Ich krieg schon wieder gleich einen Tobsuchtsanfall. Das geht gar nicht. Die Türverriegelung klemmt, aber irgendwie kriegt Annette es hin. Wenigstens bis zum nächsten Öffnen. Das Wetter wird auch nicht besser, bloß weg hier. Es kann passieren, dass ich leichter wegrutsche, weil ich ja eben nicht diese Bodenhaftung habe, wie wenn ich schwer beladen bin. Auf der glatten Straße hier hochfahren war schon schwierig genug. Runter ist es noch gefährlicher. Der kleinste Fahrfehler kann hier weitreichende Folgen haben.